In Voraussicht, dass ich über kurzem mit der schwersten Aufgabe an die Menschheit herantreten muss, die je an sie gestellt wurde, scheint es mir unerlässlich zu sagen, wer ich bin. Im Grunde dürfte man es wissen, denn ich habe mich nicht unbezeugt gelassen. Das Missverhältnis aber zwischen der Größe meiner Aufgabe und der Kleinheit meiner Zeitgenossen ist darin zum Ausdruck gekommen, dass man mich weder gehört noch auch nur gesehen hat. Ich lebe auf meine eigene Kritik hin. Es ist vielleicht nur ein Vorurteil, dass ich lebe. Ich brauche nur irgendeinen Gebildeten zu sprechen, um mich zu überzeugen, dass ich nicht lebe. Unter diesen Umständen gibt es eine Pflicht, gegen die im Grunde meine Gewohnheit noch mehr der Stolz meiner Instinkte revoltiert, nämlich zu sagen, hört mich, denn ich bin der und der, verwechselt mich vor allem nicht. Ich bin durchaus kein Pupanz, kein Moralungeheuer. Ich bin sogar eine Gegensatznatur zu der Art von Mensch, die man ja bisher als tugendhaft verehrt hat unter uns. Es will mir scheinen, dass gerade das zu meinem Stolz gehört. Ich bin ein Jünger des Philosophen Dionysos. Ich zöge vor, eher ein Satyr zu sein als ein Heiliger. Wer die Luft meiner Schriften zu atmen weiß, dass es eine Luft der Höhe ist, eine starke Luft. Man muss für sie geschaffen sein, sonst ist die Gefahr keine kleine, sich in ihr zu erkälten. Das Eis ist nahe, die Einsamkeit ist ungeheuer. Aber wie ruhig alle Dinge im Lichte liegen, wie frei man atmet, wie viel man unter sich fühlt. Philosophie, wie ich sie bisher verstanden und gelebt habe, ist das freiwillige Leben in Eis und Hochgebirge, das Aufsuchen alles Fremden und Fragwürdigen im Dasein alles dessen, was durch die Moral bisher in Bann getan war. Durch eine lange Erfahrung, welche eine solche Wanderung im Verbotenen gab, lernte ich die Ursachen, aus denen bisher moralisiert und idealisiert wurde, sehr anders ansehen, als es erwünscht sein mag. Die verborgene Geschichte der Philosophen, die Psychologie ihrer großen Namen kam für mich ans Licht. Wie viel Wahrheit wagt ein Geist? Wie viel Wahrheit erträgt ein Geist? Das wurde für mich immer mehr der eigentliche Wertmesser. Irrtum ist nicht Blindheit, Irrtum ist Feigheit. Jede Errungenschaft, jeder Schritt vorwärts in der Erkenntnis folgt aus dem Mut, aus der Härte gegen sich, aus der Sauberkeit gegen sich. Ich widerlege die Ideale nicht. Ich ziehe bloß Handschuhe vor ihnen an. Die Feigen fallen von den Bäumen. Sie sind gut und süß und indem sie fallen, reißt ihnen die rote Haut. Ein Nordwind bin ich, reifen Feigen. Also gleich Feigen fallen euch diese Lehren zu, meine Brüder. Nun trinkt ihren Saft und ihr süßes Fleisch. Herbst ist es umher und reiner Himmel und Nachmittag. Hier redet kein Fanatiker, hier wird nicht gepredigt. Hier wird auch nicht Glauben verlangt. Aus einer unendlichen Lichtfülle fällt Tropfen für Tropfen, Wort für Wort eine zärtliche Langsamkeit ist das Tempo dieser Reden. Allein gehe ich nun, meine Jünger, auch ihr geht davon und allein, so will ich es. Der Mensch der Erkenntnis muss nicht nur seine Feinde hassen, nein, er muss auch seine Feinde lieben und seine Freunde hassen. Ihr verehrt mich, aber wie, wenn eure Verehrung eines Tages umfällt? Hütet euch, dass euch nicht eine Bildsäule erschlage. Ihr hattet euch noch nicht gesucht, da fandet ihr mich. So tun alle Gläubigen, deshalb ist so wenig mit allem Glauben. Nun heiße ich euch, mich verlieren und euch suchen. Und erst, wenn ihr mich alle verleugnet habt,
will ich euch wiederkehren, Friedrich Nietzsche. Es ist kalt, der Winter 1888 ist sehr kalt. Ich schreibe, ich friere, Ich schreibe einen Brief an den jungen Kaiser, an den jungen deutschen Kaiser und lege ihm mein erstes Exemplar meines letzten, ja vielleicht letzten Werkes bei. Es ist kalt. Die Freiheit. Die Freiheit. Die Freiheit über das Ressentiment. Die Aufklärung über das Ressentiment. Wer weiß, wie sehr ich zuletzt auch darin meiner langen Krankheit zu Dank verpflichtet bin. Das Problem ist nicht gerade einfach. Man muss es aus der Stärke herauf und heraus und aus der Schwäche heraus erlebt haben, wenn irgendetwas überhaupt gegen Kranksein, gegen Schwachsein geltend gemacht werden muss, so ist es, dass in ihm der eigentliche Heilinstinkt, das ist der Wehr- und Waffeninstinkt im Menschen mürbe wird. Ja, man weiß nichts zurückzustoßen, man wird mit nichts fertig, man weiß von nichts loszukommen, alles verletzt. Mensch und Ding kommen zudringlich nah, die Erlebnisse treffen zu tief. Die Erinnerung ist eine alternde Wunde. Kranksein ist eine Art Ressentiment selbst. Hiergegen hat der Kranke nur ein großes Heilmittel. Ich nenne es den russischen Fatalismus. Jenen Fatalismus, mit dem sich ein russischer Soldat, dem der Feldzug zu hart wird, zuletzt in den Schnee legt. Überhaupt nichts annehmen, an sich nehmen, in sich hineinnehmen, überhaupt nicht mehr reagieren. Die große Vernunft dieses Fatalismus, der nicht immer nur der Mut zum Tod ist, als lebenserhaltend unter den lebensbedrohlichsten Umständen, ist die Herabsetzung des Stoffwechsels, dessen Verlangsamung eine Art Wille zum Winterschlaf. Ein paar Schritte weiter in dieser Logik und man ist bei Fakir, der wochenlang in einem Grabe schläft, weil man zu schnell sich verbrauchen würde. Wenn man überhaupt reagierte, reagiert man gar nicht mehr. Dies ist die Logik. Und mit nichts brennt man rascher ab als mit den Ressentimentsaffekten, der Ärger, die krankhafte Verletzlichkeit, die Ohnmacht zur Rache, die Lust, der Durst nach Rache, das Giftmischen in jedem Fall ist für Erschöpfte sicherlich die nachteiligste Art zu reagieren. Ein rapider Verbrauch von Nervenkraft, eine krankhafte Steigerung schädlicher Ausleerungen, zum Beispiel der Galle in den Magen, ist damit bedingt. Das Ressentiment ist das Verbotene an sich für den Kranken, leider auch sein natürlichster Hang. Dies begriff jener tiefe Physiolog Buddha. Seine Religion, die man eher als eine Hygiene bezeichnen dürfte, um sie nicht mit so erbarmungswürdigen Dingen wie das Christentum zu vermischen, machte ihre Wirkung abhängig vom Sieg über das Ressentiment. Die Seele davon freimachen, erster Schritt zur Genesung. Nicht durch Feindschaft kommt Feindschaft zu Ende, sondern durch Freundschaft kommt Feindschaft zu Ende. Das steht am Anfang der Lehre Buddhas. So redet nicht die Moral, so redet die Physiologie. Das Ressentiment, aus der Schwäche geboren, niemandem schädlicher als dem Schwachen selbst, im anderen Falle ein Gefühl, ein überflüssiges Gefühl, über das Herz zu bleiben, beinahe der Beweis des Reichtums ist, wer den Ernst kennt, mit dem meine Philosophie, den Kampf mit den Rach- und Nachgefühlen bis in die Lehre vom freien Willen hinein aufgenommen hat, wird verstehen, weshalb ich mein persönliches Verhalten, meine Instinktsicherheit in der Praxis hier gerade ans Licht stelle. In den Zeiten der Dekadenz verbot ich sie mir als schädlich. Sobald das Leben wieder reich und stolz genug dazu war, verbot ich sie mir als unter mir. Jener russische Fatalismus, von dem ich vorhin sprach, trat darin bei mir hervor, dass ich beinahe unerträgliche Lagen, Orte, Wohnungen, Gesellschaften, nachdem sie einmal durch Zufall gegeben waren, jahrelang zäh festhielt, es war besser als sie. Ändern,
als sie veränderbar, zu fühlen es war besser, als sich gegen sie aufzulehnen. Mich in diesem Fatalismus stören, mich gewaltsam aufwecken, nahm ich damals tödlich übel. Es war auch in Wahrheit jedes Mal tödlich gefährlich, sich selbst wie ein Fatum nehmen, nicht sich anders wollen, das ist in solchen Zuständen die große Vernunft selbst. Ein ander Ding ist der Krieg. Ich bin meiner Art nach kriegerisch. Angreifen gehört zu meinen Instinkten. Feind sein können Feind sein. Das setzt vielleicht eine starke Natur voraus. Jedenfalls ist es bedingt in jeder starken Natur. Sie braucht Widerstände. Folglich sucht sie Widerstand. Das aggressive Pathos gehört ebenso notwendig zur Stärke wie das Rach- und Nachgefühl zur Schwäche. Die Stärke des Angreifenden hat in der Gegnerschaft, die er nötig hat, eine Art Maß. Jedes Wachstum verrät sich im Aufsuchen eines gewaltigeren Gegners. Ja, die Aufgabe ist nicht überhaupt, über Widerstände Herr zu werden, sondern über solche, an denen man seine ganze Kraft, Geschmeidigkeit und Waffenmeisterschaft einzusetzen hat, über gleiche Feinde. Gleichheit vor dem Feinde, erste Voraussetzung zu einem rechtschaffenen Duell, wo man befiehlt, hat man nicht Krieg zu führen, wo man verachtet, wo man etwas unter sich fühlt, kann man nicht Krieg führen. Meine Kriegspraxis ist in 4 Sätze zu fassen. Erstens, ich greife nur Sachen an, die siegreich sind. Unter Umständen warte ich, bis sie siegreich sind. Zweitens, ich greife nur Sachen an, wo ich keine Bundesgenossen finden würde, wo ich allein stehe, wo ich mich allein kompromittiere. Ich habe nie einen Schritt öffentlich getan, der nicht kompromittierte. Dies ist mein Kriterium des rechten Handelns. Drittens, ich greife nie Personen an. Ich bediene mich der Person wie eines starken Vergrößerungsglases, mit dem ich einen allgemeinen, aber schleichenden, aber wenig greifbaren Notstand sichtbar machen kann. Viertens, ich greife nur Dinge an, wo jedwede Personendifferenz ausgeschlossen ist, wo jeder Hintergrund schlimmer Erfahrungen fehlt. Im Gegenteil, angreifen ist bei mir ein Beweis des Wohlwollens, unter Umständen der Dankbarkeit. Ich ehre, ich zeichne damit aus, dass ich meinen Namen mit dem einer Sache, einer Person verbinde, für oder wider, gilt mir darin gleich. Darf ich noch einen letzten Zug meiner Natur anzudeuten wagen, der mir im Verkehr mit Menschen keine kleine Schwierigkeit macht? Mir eignet eine unheimliche, das habe ich richtig korrigiert. Mir eignet eine vollkommen unheimliche Reizbarkeit des Reinlichkeitsinstinkts, mit dem ich die Nähe, das Innerlichste, die Eingeweide jeder Seele physiologisch wahrnehme, rieche. Ich habe an dieser Reizbarkeit psychologische Fühlhörner, mit denen ich jedes Geheimnis betaste und in die Hand bekomme, der viele verborgene Schmutz auf dem Grunde mancher Natur, vielleicht in schlechtem Blut bedingt, aber mit Erziehung übertüncht, wird mir fast bei der ersten Berührung schon bewusst. Wenn ich recht beobachtet habe, empfinden solche meiner Reinlichkeit unzuträgliche Naturen die Vorsicht meines Ekels auch ihrerseits. Sie werden davon nicht wohlriechender. Nein, so wie ich mich immer gewöhnt habe, eine extreme Lauterkeit gegen mich ist meine Daseinsvoraussetzung. Ich komme unter unreinen Bedingungen, bade und schwimme und plätschere ich gleichsam beständig im Wasser in irgendeinem durchsichtigen und glänzenden Elemente.
Das macht mir aus dem Verkehr mit Menschen keine kleine Geduldsprobe. Meine Humanität besteht nicht darin, mitzufühlen, wie der Mensch fühlt, sondern es auszuhalten, dass ich ihn mitfühle. Meine Humanität ist eine beständige Selbstüberwindung. Aber ich habe Ruhe nötig. Will sagen, Genesung, Rückkehr zu mir, den Atem einer leichten, freien, spielenden Luft. Der Ekel am Menschen, am Gesindel, war immer meine größte Gefahr. Was geschah mir doch? Wer erlöste mich vom Ekel? Wer verjüngte mein Auge? Wie erflog ich die Höhe, wo kein Gesindel am Brunnen sitzt? Schuf mein Ekel mir selber quellenahnende Kräfte und Flügel? Wahrlich ins Höchste musste ich steigen, oh meine Brüder, dass ich den Baum der Lust wiederfände. Oh, ich fand ihn, meine Brüder, hier im Höchsten quillt mir der Baum der Lust und es gibt ein Leben, an dem kein Gesindel mitdrängt. Fast zu heftig strömst du mir entgegen, Quell der Lust, und oft leerst du den Becher wieder, dadurch, dass du ihn füllen willst. Und noch muss ich lernen, mich dir bescheidener zu nahen. Allzu heftig strömt dir noch mein Herz entgegen. Mein Herz, auf dem ein Sommer brennt. Der kurze, heiße, schwermütige, überselige, wie verlangt mein Sommerherz nach deiner Kühle. Ein Sommer im Mittag, im Höchsten. Warum ich so klug bin? Warum ich einiges mehr weiß, warum ich überhaupt so klug bin. Ich habe nie über Fragen nachgedacht, die keine sind. Ich habe mich nicht verschwendet. Religiöse Schwierigkeiten kenne ich nicht aus Erfahrung. Es ist mir gänzlich entgangen, inwieweit ich sündhaft sein sollte. Insgleichen fehlt mir ein zuverlässiges Kriterium für das, was man einen Gewissensbiss nennt. Nach dem, was man darüber hört, scheint ein Gewissensbiss nichts Achtbares. Ich möchte nicht eine Handlung hinterdrein in Stich lassen. Ich würde vorziehen, die Folgen, den schlimmen Ausgang, grundsätzlich aus der Wertfrage wegzulassen. Man verliert beim schlimmen Ausgang zu leicht den richtigen Blick für das, was man tat. Ein Gewissensbiss scheint mir eine Art böser Blick. Etwas, das fehlschlägt, umso mehr bei sich in Ehren halten, weil es fehlschlug. Ja, weil es fehlschlug. Das gehört schon eher zu meiner Moral. Gott, Unsterblichkeit der Seele, Jenseits, Erlösung, lauter Begriffe, denen ich keine Zeit, keine Aufmerksamkeit gewidmet habe, auch als Kind nicht. Ich war vielleicht nie kindlich genug dazu. Ich kenne den Atheismus durchaus nicht als Ergebnis, noch weniger als Ereignis. Er versteht sich bei mir aus Instinkt. Ich bin zu neugierig, zu fragwürdig, zu übermütig, um mir eine faustgrobe Antwort gefallen zu lassen. Gott ist eine faustgrobe Antwort, eine Undelikatesse gegen uns Denker. Im Grunde sogar ein faustgrobes Verbot an uns. Ihr sollt nicht denken. Ganz anders interessiert mich eine Frage, an der mehr das Heil der Menschheit hängt, als an irgendeiner Theologen-Kuriosität. Das ist die Frage der Ernährung. Man kann sie sich zum Hausgebrauch so formulieren. Wie hast gerade du dich zu ernähren, um zu deinem Maximum an Kraft zu kommen? Meine Erfahrungen sind hier so schlimm als möglich. Ich bin erstaunt, diese Fragen so spät gehört, aus diesen Erfahrungen so spät Vernunft gelernt zu haben. Nur die Nichtswürdigkeit unserer deutschen Bildung, ihr Idealismus, erklärt mir einigermaßen, weshalb ich gerade hier rückständig bis zur Heiligkeit war. Diese Bildung, die von vornherein die Realitäten aus den Augen verliere, lehrt, um durchaus problematischen sogenannten idealen Zielen nachzujagen, zum Beispiel der klassischen Bildung. Als ob es nicht von vornherein verurteilt wäre, klassisch und Deutsch in einen Begriff zu einigen. Na, mehr noch, es wirkt doch erheiternd, man denke sich einmal einen klassisch gebildeten Leipziger.
In der Tat, ich habe bis zu meinen reifsten Jahren immer nur schlecht gereckt. Ja, schlecht gegessen. Moralisch ausgedrückt, selbstlos und persönlich altruistisch. Sich zum Zwecke unzureichender Ernährung auch noch den Magen zu verderben, dieses Problem scheint mir die deutsche Küche zum Verwundern glücklich zu lösen. Aber die deutsche Küche überhaupt, was hat sie nicht alles auf dem Gewissen? So versteht man auch die Herkunft des deutschen Geistes aus betrübten Eingeweiden. Der deutsche Geist ist eine Indigestion, er wird mit nichts fertig. Aber auch die englische Diät, die im Vergleich mit der deutschen, selbst der französischen, eine Art Rückkehr zur Natur, nämlich zum Kannibalismus, ist, geht meinem eigenen Instinktiv zuwider. Die beste Küche ist die Piemonts. Alkoholiker sind mir nachteilig. Ein Glas Wein oder Bier des Tages reicht vollkommen aus, mir aus dem Leben ein Jammertal zu machen. Ja, in München leben meine Antipoden. Der Gesetz, dass ich das ein wenig spät Begriff erlebt habe, ist freilich von Kindesbeinen an. Als Knabe glaubte ich, Weintrinken sei wie Tabakrauchen, anfangs nur eine Vanitas junger Männer, später eine schlechte Gewöhnung. Ja, zu glauben, dass der Wein erheitert, dazu müsste ich Christ sein, will sagen, glauben, was gerade für mich eine Absurdität ist. Seltsam genug, bei dieser extremen Verstimmbarkeit durch kleine, stark verdünnte Dosen Alkohol werde ich beinahe zum Seemann, wenn es sich um starke Dosen handelt. Schon als Knabe hatte ich hierin meine Tapferkeit, eine lange lateinische Abhandlung niederzuschreiben und auch noch abzuschreiben, ja in einer Nachtwache, und es meinem Vorbilde Sallust in Strenge und Gedrängtheit nachzutun und einigen Grog von schwerstem Kaliber über mein Latein zu gießen, dies stand durchaus nicht im Gegensatz zu meiner Physiologie. Später, gegen die Mitte des Lebens hin, entschied ich mich freilich immer strenger gegen jedwedes geistige Getränk. Wasser tut's. Ich ziehe Orte vor, wo man überall aus fließenden Brunnen schöpfen kann. Ich schöpfe aus jeder Quelle. Ein kleines Glas läuft mir nach wie ein Hund. In vino veritas. Es scheint, dass ich über den Begriff Wahrheit mit aller Welt wieder uneins bin. Bei mir schwebt der Geist über dem Wasser. Hier noch ein paar Fingerzeige aus meiner Moral. Eine starke Mahlzeit verdaut sich leichter als eine zu schwache, eine zu kleine. Dass der Magen als Ganzes in Tätigkeit tritt, erste Voraussetzung einer guten Verdauung. Man muss die Größe seines Magens kennen. Keine Zwischenmahlzeiten, keinen Kaffee verdüstert. Tee nur morgens zuträglich, wenig aber energisch. Tee sehr nachteilig und den ganzen Tag ankränkelt, wenn er auch nur um einen Grad zu schwach ist. Jeder hat hier sein Maß, oft zwischen den engsten und delikatesten Grenzen. Ja, so wenig als möglich sitzen. Keinem Gedanken Glauben schenken, der nicht im Freien geboren ist und in freier Bewegung, indem nicht auch die Muskeln ein Fest feiern. Alle Vorurteile kommen aus den Eingeweiden, das Sitzfleisch, die eigentliche Sünde, wider den Heiligen Geist. An dieser Stelle ist nicht mehr zu umgehen die Antwort auf die Frage, wie man wird, was man ist, zu geben. Nein, dieses Kapitel habe ich geändert. Nein. In meiner ersten Fassung hatte ich das vorangestellt. Und jetzt habe ich einen anderen Übergang gewählt. Sehr interessant. Ja, diese Frage ist zu früh gestellt worden. Ich habe sie verbessert. In alledem, in der Wahl von Ernährung, von Ort und Klima,
von Erholung gebietet ein Instinkt der Selbsterhaltung, der sich als Instinkt der Selbstverteidigung am unzweideutigsten ausdrückt. Vieles nicht sehen, nicht hören, nicht an sich herankommen lassen. Erste Klugheit, erster Beweis dafür, dass man kein Zufall, sondern eine Necessität ist. Das gangbare Wort für diesen Selbstverteidigungsinstinkt ist Geschmack. Sein Imperativ befiehlt nicht nur Nein zu sagen, wo das Ja eine Selbstlosigkeit sein würde, sondern so wenig als möglich Nein sagen. Sich trennen, sich abscheiden von dem, wo immer und immer wieder das Nein nötig werden würde. Die Vernunft darin ist, dass Defensivausgaben, selbst noch so kleine, zur Regel, zur Gewohnheit werdend, eine außerordentliche und vollkommen überflüssige Verarmung bedingen. Das Abwehren, das Nicht-Herankommen-Lassen ist eine Ausgabe, eine zu negativen Zwecken verschwendete Kraft. Man kann bloß in der beständigen Not der Abwehr schwach genug werden, um sich nicht mehr wehren zu können. Gesetzt, ich trete aus meinem Haus heraus und fände die deutsche Kleinstadt. Mein Instinkt würde sich zu sperren haben, um alles das zurückzudrängen, was aus dieser feigen und plattgedrückten Welt auf ihn eindringt. Oder ich fände die deutsche Großstadt, das gebaute Laster, wo nichts wächst, wo jedwedes Ding Gutes und Schlimmes eingeschleppt ist, müsste ich nicht darüber zum Igel werden? Aber Stacheln zu haben, ist eine Vergeudung. Ein doppelter Luxus sogar, wenn es frei steht, keine Stacheln zu haben, sondern offene Hände. Ja, eine andere Klugheit besteht darin, dass man so wenig als möglich reagiert und dass man sich Lagen und Bedingungen entzieht, wo man verurteilt wäre, seine Freiheit, seine Initiative auszuhängen und ein bloßes Reagenz zu werden. Ich nehme als Beispiel den Verkehr mit Büchern. Der Gelehrte, der im Grunde nur noch Bücher wälzt, verliert zuletzt ganz und gar das Vermögen, von sich aus zu denken. Wälzt er nicht, so denkt er nicht. Er antwortet auf einen Reiz, einen gelesenen Gedanken, wenn er denkt. Er reagiert nur noch. Der Gelehrte gibt seine ganze Kraft im Ja und Nein sagen, in der Kritik von bereits Gedachtem ab. Er selber denkt nicht mehr, der Instinkt der Selbstverteidigung ist bei ihm mürbe geworden. Im anderen Falle würde er sich gegen den Verkehr mit Büchern wehren. Frühmorgens, bei Anbruch des Tages, in der Morgenfrische. In der Morgenröte seiner Kraft ein Buch lesen, das nenne ich Lasterhaft. Lasterhaft! An dieser Stelle ist, ja, jetzt ist das Kapitel richtig. An dieser Stelle ist nicht mehr die Frage zu umgehen, wie man wird, was man ist, zu geben. Dass man wird, was man ist, setzt voraus, dass man nicht im Entferntesten ahnt, wer man ist. Aus diesem Gesichtspunkte haben selbst die Fehlgriffe des Lebens ihren eigenen Sinn und Wert. Die zahlreichen Nebenwege und Abwege, die Verzögerungen, die Bescheidenheiten, der Ernst auf Aufgaben verschwendet, die jenseits der Aufgabe liegen. Darin kommt eine große Klugheit, sogar die oberste Klugheit zum Ausdruck, wo nosce te ipsum das Rezept zum Untergang wäre, wird sich vergessen. Sich missverstehen, sich verkleinern, sich verengern, sich vermittelmäßigen, zur Vernunft selber moralisch ausgedrückt. Nächstenliebe, Leben für andere und anderes, kann die Schutzmaßregel zur Erhaltung der härtesten Selbstigkeit sein. Dies ist der Ausnahmefall, in dem ich gegen meine Regel und Überzeugung die Partei der Selbstlosen triebe. Wähle, sie arbeiten hier im Dienste der Selbstsucht, Selbstzucht. Man muss die Oberfläche des Bewusstseins. Bewusstsein ist eine Oberfläche, vollkommen rein erhalten von irgendeinem der großen Imperative. Vorsicht vor jedem großen Worte, jeder großen Attitüde, lauter Gefahren, dass der Instinkt zu früh sich versteht. Inzwischen wächst und wächst die organisierende, die zur Herrschaft berufene Idee in der Tiefe. Sie beginnt zu befehlen. Sie leitet langsam aus Nebenwegen und Abwegen zurück. Sie bildet der
Ja, sie entwickelt einzelne Qualitäten und Tüchtigkeiten, die einmal als Mittel zum Ganzen sich unentbehrlich erweisen werden. Sie bildet der Reihe nach alle dienenden Vermögen aus, bevor sie irgendetwas von der dominierenden Aufgabe von Ziel, Zweck, Sinn verlauten lässt. Nach dieser Weise betrachtet ist mein Leben einfach wundervoll. Zur Aufgabe der Umwertung der Werte waren vielleicht mehr Vermögen als je in einem Einzelnen beieinander gewohnt haben. Auch Gegensätze von Vermögen, ohne dass diese sich stören, zerstören durften, Rangordnung von Vermögen, Distanz, die Kunst zu trennen, ohne zu verfeinden, nichts verwischen, nichts vermischen, eine ungeheure Vielheit, die trotzdem das Gegenstück des Chaos ist. Dies war die Vorbedingung, die lange geheime Arbeit und Künstlerschaft meines Instinkts. Seine höhere Obhut zeigte sich in dem Maße stark, dass ich in keinem Augenblicke auch nur gewusst habe, was in mir wächst, dass alle meine Fähigkeiten plötzlich reif in ihrer letzten Vollkommenheit eines Tages hervorsprangen. Es fehlt in meiner Erinnerung, dass ich mich je bemüht hätte. Es ist kein Zug von Ringen in meinem Leben nachweisbar. Ich bin der Gegensatz einer heroischen Natur. Etwas wollen, nach etwas streben, einen Zweck, einen Wunsch im Auge haben, das alles kenne ich nicht aus Erfahrung. Noch in diesem Augenblick sehe ich auf meine Zukunft, eine weite Zukunft, wie auf ein glattes Meer hinaus. Kein Verlangen kräuselt sich auf ihm. Ich will nicht im Geringsten, dass etwas anders wird, als es ist. Ich selber will nicht anders werden, aber so habe ich immer gelebt. Ich habe keinen Wunsch gehabt. An dieser Stelle tut eine große Besinnung Not. Man wird mich fragen, warum ich all diese kleinen, nach herkömmlichem Urteil gleichgültigen Dinge erzählt habe. Ich schade mir selbst damit umso mehr, wenn ich große Aufgaben zu vertreten bestimmt sei. Antwort: Diese kleinen Dinge, Ernährung, Ort, Klima, Erholung, die ganze Kasuistik der Selbstsucht, sind über alle Begriffe hinaus wichtiger als alles, was man bisher wichtig nahm. Hier gerade heißt es, anfangen umzulernen. Das, was die Menschheit bisher ernsthaft erwogen hat, sind nicht einmal Realitäten, Einbildungen, Lügen aus den krankhaften Instinkten schädlicher, im tiefsten Sinne schädlicher Naturen heraus. Alle die Begriffe Gott, Seele, Tugend, Wahrheit, Sünde, Jenseits, Erlösung, ewiges Leben. Alle Fragen der Politik, der Gesellschaftsordnung, der Erziehung sind dadurch bis in Grund und Boden gefälscht, dass man die schädlichsten Menschen für große Menschen nahm, dass man die kleinen Dinge, will sagen, die Grundangelegenheit des Lebens selber verachten lehrte. Unsere jetzige Kultur ist im höchsten Sinne zweideutig. Der deutsche Kaiser mit dem Papst paktiert, als ob nicht der Papst der Repräsentant der Todfeindschaft gegen das Leben wäre. Das, was heute gebaut wird, steht in 3 Jahren nicht mehr. Wenn ich mich danach messe, was ich kann, nicht davon zu reden, was hinter mir dreinkommt, ein Umsturz, ein Aufbau, ohne Gleichen, so habe ich mehr als irgendein Sterblicher den Anspruch auf das Wort Größe. Vergleiche ich mich nun mit den Menschen, die man als erste, als beste Menschen nahm, so ist der Unterschied handgreiflich. Ich rechne diese angeblich ersten Menschen nicht einmal zu den Menschen überhaupt. Sie sind für mich Ausschuss der Menschheit, Ausgeburten von Krankheit, lauter unheilvolle, im tiefsten Grunde unheilbare Unnaturen, die Rache am Leben nehmen. Ich will dazu der Gegensatz sein. Mein Vorrecht ist die höchste Feinheit, ja, die höchste Empfindlichkeit für alle Zeichen, für alle gesunden Instinkte zu haben. Diesen Satz habe ich mehrmals formuliert. Ja.
Es heißt tatsächlich, die am Leben Rache nehmen. Ich will dazu der Gegensatz sein. Mein Vorrecht ist, die höchste Feinheit für alle Zeichen gesunder Instinkte zu haben. Es fehlt jeder krankhafte Zug an mir. Ich bin selbst in Zeiten schwerer Krankheit nicht krankhaft geworden. Umsonst, dass man in meinem Wesen einen Zug von Fanatismus sucht. Man wird mir aus keinem Augenblick meines Lebens eine anmaßliche und pathetische Haltung nachweisen können. Der Pathos der Attitüde gehört nicht zur Größe. Wer Attitüden nötig hat, ist falsch. Das Leben ist mir doch leicht geworden. Am leichtesten, wenn es das Schwerste von mir verlangte. Wer mich in den 70 Tagen dieses Herbstes gesehen hat, wo ich ohne Unterbrechung lauter Sachen ersten Ranges gemacht habe, die mir kein Mensch nachmacht oder vormacht, wird nicht einen Zug von Spannung an mir wahrgenommen haben, umso mehr eine überströmende Frische und Heiterkeit. Ich aß nie mit angenehmeren Gefühlen, ich schlief nie besser. Ich kenne keine andere Art, mit großen Aufgaben zu verkehren, als das Spiel. Dies ist als Anzeichen der Größe eine wesentliche Voraussetzung. Der geringste Zwang, eine düstere Miene, irgendein harter Ton im Hals, ein Knacken, eine Heiserkeit sind alles Einwände gegen einen Menschen, um wie viel mehr? Gegen sein Werk. Man darf keine Nerven haben. Auch an der Einsamkeit leiden ist ein Einwand. Ich habe immer nur an der Vielsamkeit gelitten. In einer absurd frühen Zeit mit 7 Jahren wusste ich bereits, dass mich kein menschliches Wort erreichen würde. Hat man mich je darüber betrübt gesehen? Ich habe heute noch die gleiche Leutseligkeit für jedermann. Ich bin selbst voller Auszeichnung für die Niedrigsten. In dem ist nicht ein Gran von Hochmut, von geheimer Verachtung. Wen ich verachte, der errät, dass er von mir verachtet wird. Ich empöre durch mein bloßes Dasein alles, was schlechtes Blut im Leib hat. Mein Zeichen für die Größe am Menschen, meine Formulierung ist, dass man nichts anders haben will, als es ist. Vorwärts nicht, rückwärts nicht, in alle Ewigkeiten nicht. Das Notwendige nicht bloß ertragen, noch weniger verhehlen. Aller Idealismus ist Verlogenheit vor dem Notwendigen, sondern es lieben. Ohne Zweifel, die Deutschen sind Idealisten. Ich rede von ihrer Unzucht in Historicis. Ja, Historicis. Nicht nur, dass den deutschen Historikern der große Blick für den Gang für die Werte der Kultur gänzlich abhanden gekommen ist, sodass sie allesamt Hanswürste der Politik sind. Dieser große Blick ist von ihnen selbst in Acht getan. Man muss vorerst deutsch sein, Rasse sein, dann kann man über alle Werte und Unwerte in Historicis entscheiden. Man setzt sie fest. Deutsch ist ein Argument. Deutschland, Deutschland, über alles ein Prinzip. Die Germanen sind die sittliche Weltordnung. Im Verhältnis zum Imperium Romanum, die Träger der Freiheit. Im Verhältnis zum 18. Jahrhundert, die Wiederhersteller der Moral des kategorischen Imperativs. Ja, es gibt eine reichsdeutsche Geschichtsschreibung. Ich fürchte, es gibt selbst eine antisemitische. Es gibt eine Hofgeschichtsschreibung. Ich fühle es als meine Pflicht, den Deutschen einmal zu sagen, was sie alles auf dem Gewissen haben. Alle großen Kulturverbrechen von 4 Jahrhunderten haben sie auf dem Gewissen und immer aus dem gleichen Grunde, aus ihrer innerlichsten Feigheit vor der Wahrheit, die auch eine Feigheit vor der Realität ist, aus ihrer bei ihnen Instinkt gewordenen Unwahrhaftigkeit, aus Idealismus. Sie haben Europa um die Ernte, um den Sinn der letzten großen Zeit, der Renaissancezeit gebracht, in einem Augenblicke, wo eine höhere Ordnung der Werte, die Vornehmen, die zum Leben Ja sagenden, die Zukunft verbürgenden Werte, am Sitz der entgegengesetzten, der Niedergangswerte, zum Sieg gelangt waren und bis in die Instinkte der dort Sitzenden hinein. Luther, das Verhängnis von Mensch
hat die Kirche, hat das Christentum wiederhergestellt im Augenblicke, wo es unterlag. Das Christentum, diese Religion gewordene Verneinung des Willens zum Leben. Luther, ein unmöglicher Mensch, der aus Gründen seiner Unmöglichkeit die Kirche angriff und folglich wiederherstellte. Die Katholiken hätten Grund, Lutherfeste zu feiern, Lutherspiele zu dichten. Luther! Und die sittliche Wiedergeburt zum Teufel mit aller Psychologie. Ohne Zweifel, die Deutschen sind Idealisten. Sie haben zweimal, als eben mit ungeheurer Tapferkeit und Selbstüberwindung, eine rechtschaffene, eine unzweideutige, eine vollkommen wissenschaftliche Denkweise erreicht war. Schleichwege zum alten Ideal, Versöhnung zwischen Wahrheit und Ideal, im Grunde Formeln für eine Ablehnung der Wissenschaft, für ein Recht auf Lüge zu finden gewusst. Sie haben endlich, als auf der Brücke zwischen zwei Dekadenzjahrhunderten eine Force majeure zwischen Genie und Wille sichtbar wurde, stark genug aus Europa eine Einheit, eine politische und wirtschaftliche Einheit zum Zwecke der Erdregierung durch ihre Freiheitskriege. Europa um den Sinn, um das Wunder von Sinn in der Existenz Napoleons gebracht. Sie haben damit alles, was heute kam, was heute da ist, auf dem Gewissen, diese kulturwidrigste Krankheit und Unvernunft, den Nationalismus, die Verewigung der Kleinstaaterei Europas, der kleinen Politik. Sie haben Europa um den Sinn, Sie haben es um seinen Verstand, Sie haben es in eine Sackgasse geführt. Weiß jemand außer mir einen Weg aus dieser Sackgasse? Eine Aufgabe groß genug, die Völker wieder zu binden. Warum ich ein Schicksal bin? Ich kenne mein Los. Es wird sich einmal an meinen Namen die Erinnerung an etwas Ungeheures anknüpfen, an eine Krise, wie es noch keine auf Erden gegeben hat, an eine Kollision, an eine Entscheidung, heraufbeschworen gegen alles, was bisher gefordert, geglaubt, geheiligt worden ist. Ich bin kein Mensch. Ich bin Dynamit. Und mit alledem ist nichts in mir von einem Religionsstifter. Religionen sind Pöbelaffären. Ich habe nötig, mir die Hände nach der Berührung mit religiösen Menschen zu waschen. Ich will keine Gläubigen. Ich rede niemals zu Massen. Ich habe erschreckliche Angst, dass man mich eines Tages heilig spricht. Ich will keine, ich will kein Heiliger sein. Lieber ein Hanswurst. Vielleicht bin ich ein Hanswurst und trotzdem redet aus mir die Wahrheit. Aber meine Wahrheit ist furchtbar, denn man hieß bisher die Lüge Wahrheit. Umwertung aller Werte, das ist meine Formel für einen Akt höchster Selbstbesinnung der Menschheit, der in mir Fleisch und Genie geworden ist. Mein Los will, dass ich der erste anständige Mensch sein muss. Ich erst habe die Wahrheit erkannt, dadurch, dass ich die Lüge als Lüge empfand. Roch, mein Genie liegt in meinen Nüstern. Ich widerspreche, wie noch nie widersprochen worden ist, und bin trotzdem der Gegensatz eines neinsagenden Geistes. Ich bin ein froher Botschafter. Erst von mir an gibt es wieder Hoffnungen. Und mit alledem bin ich notwendig auch der Mensch des Verhängnisses. Denn wenn die Wahrheit mit der Lüge von Jahrtausenden in Kampf tritt, werden wir Erschütterung haben, einen Krampf von Erdbeben, eine Versetzung von Berg und Tal, wie dergleichen nie geträumt worden ist. Der Begriff Politik ist dann gänzlich in einen Geisterkrieg aufgegangen. Alle Machtgebilde der alten Gesellschaft sind in die Luft gesprengt. Es wird Kriege geben, wie es auf Erden noch keine Kriege gegeben hat. Erst von mir an gibt es große Politik auf Erden. Ich bin bei weitem der furchtbarste Mensch,
den es bisher gegeben hat, das schließt nicht aus, dass ich der Wohltätigste sein werde. Ich kenne die Lust am Vernichten in einem Grade, die meiner Kraft zum Vernichten gemäß ist. In beidem folge ich meiner dionysischen Natur, die das Neintum nicht vom Ja-Sagen zu trennen weiß. Ich bin der erste Immoralist. Damit bin ich der Vernichter!